Ich will doch nur noch meine Daily Quest fertig bekommen. 3 Wins mit dem Rogue brauche ich. Ich nehme dafür den Oil Rogue, weil das ganz gut klappt. Und ein bisschen Mühe geben. Spiel halt ein bisschen unkonzentriert. Ja, weiß nicht, passiert halt so. Keine Ahnung. Manchmal spielt man unkonzentriert, heute spiele ich unkonzentriert. Aber ich konzentriere mich jetzt und spiele nicht mehr unkonzentriert, sondern spiele konzentriert. Gegen den Warlock. Tja, was ist das für ein Lock, ist die Frage. Oh, Zumatec hat abonniert. Vielen Dank. Ist das der Dank dafür, dass ich gerade die Playlist repariert habe? Oder vielleicht ist es eher, hoffentlich gefällt dir eher der Stream, das wäre eher die Sache. Vielen Dank für dein Abo auf jeden Fall. So, gegen den, was will ich denn? Ein Zap ist manchmal ganz nett als Tempo-Play, Fan of Knives, kann nett sein. Kommt drauf an, wenn es ein Handlock, wenn es ein Demon-Lock ist vielleicht, oder ein, ja, so mit einer Implosion. Backstab, Zap. Ich möchte natürlich eigentlich als Rogue auch ganz gern die Coin haben. Ja, heute einen Abonnenten. 2, 3 neue Abonnenten heute. 3! Alpin spielt, Eige, Zumatec jetzt. Vielen Dank dafür. Für die neuen Abos. Okay, mit der Waffe kann ich jetzt mal gegen den ganz gut vorgehen. Gegen den 1-1er. Ja, ich finde es super. Wenn ihr anscheinend so viel Spaß an meinen Streams habt, dass ihr gerne zuschaut. Wenn ihr mich halt, ja, unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Here we go. Ja, den SI-7 Agent in dieser Variante spiele ich den halt aus ohne Combo. Aber bevor ich jetzt in der dritten Runde gar nichts, obwohl. Ne, krieg die Waffe an. Verliert jetzt am Anfang ein bisschen viel HP, aber es geht schon. Und in der nächsten Runde könnte ich immer noch schön Backstab plus SI-7 Agent gegen einen starken Minion. Ah, er muss eh tabben. Von daher läuft das ganz gut. Ey, hör doch auf damit. Du gehst mir langsam auf den Sack. Ich sag's dir. So, jetzt habe ich Minions draußen. Und jetzt habe ich noch Zap. Ich habe Backstab. Ich habe SI-7 Agent. Eviscerate. So, von dir kommt jetzt gar nichts mehr. Ich habe jetzt nur noch 19 HP, aber den hau ich jetzt weg. Okay. Jetzt ist mal gut hier. Die Schnauze voll. Schnauze voll. Jetzt schlage ich zurück. Wie hat er 8 Karten? Er hat ein paar Mal Live-Tap gemacht. Na, geht er aufs Face oder tradet er? Sechsmal, das würde mich 2 kosten. Ich will auf jeden Fall Eviscerate machen auf ihn. Das sind 4 Mana. Also sind 2 Mana, habe ich noch 4 übrig. So many options. Ich muss jetzt wirklich langsam auch ein bisschen auf meine HP achten. 2 habe ich noch 3. Brauche ich dafür, also habe ich noch 2 Mana. I greet you. Okay. Na, wir bereiten mal ein bisschen was vor mit einer starken Waffe. Blade Flurry habe ich da auch schon, von daher. Ja. Put it on your head. Ah, eine Implosion. Da ist sie.
Ja, dafür ist Blade Flurry auch noch gut. Wenn ich jetzt keinen Fan of Knives bekomme. Noch ein Zap brauche ich nicht. Man nutzt natürlich ungern das Blade Flurry dafür, aber es hilft ja nichts. Zwei Mana brauche ich also. Und ich habe auch sonst nichts zu spielen. Das ist ein bisschen gerade ärgerlich. Er hat auch nur noch 12 HP, was nicht mehr so wahnsinnig viel ist. Ein Prep hätte ich lieber gehabt als das zweite Zap. Und der Dr. Boom. Dr. Boom zapp ich ihn, glaube ich, einfach weg. Will man nicht unbedingt immer machen, aber den beiden Bomben komme ich dann schon ganz gut klar. Können sonst 2, 5, 7. Kann 3 Damage machen. Wie habe ich in den nächsten Runden denn? 3, 6, 9. Hey, lights out. Here we go. Ja. Das passt schon soweit. Ich hätte sogar noch eine Bombe zappen können, eventuell. Ja, er kann ein bisschen Glück haben mit den Bomben jetzt. Schauen wir mal. Falls er einen Taunt spielt, habe ich auch noch einen Zap. Ich spiele über seinen Low-Zap. My shield for Argus! Blade Flurry. Reicht aber noch nicht ganz aus. 7 mehr durch den Lothab. Vielen Dank, Lothab. Aber ich kann einfach Backstab. Und die Bomben dürfen halt nicht blöd fallen. Das ist das Einzige. Zap wäre die sichere Variante. Backstab. Ich kill erstmal eins und dann schauen wir weiter, oder? Obwohl. Hey, lights out. Kill erstmal ein. Aber wenn ich. Blade Flurry würde die alle killen. Es dürften halt nicht beide Bomben drauf fallen. Lieber Blade Flurry oder lieber Zap? Die Bomben können halt blöd fallen, das ist das Einzige. Die Bomben können halt auf Dean fallen. Aber das ist die bessere Variante. Ich habe halt Angst, dass die Bomben drauf fallen. Okay. Glück gehabt. Ich hab Schiss gehabt, dass die Bomben genau auf die beiden SI7 Agents fallen und die killen. Aber. Ach so, schön. Ich hätte auch mit dem. Ja. Ich hätte auch mit dem Dagger abgewonnen, genau. Es hätte drauf fallen können, stimmt. Ich hätte sogar mit dem Dings, wie ihr gerade richtig im Chat schreibt, ich hätte auch mit dem Dagger angreifen können, selbst wenn beide SI7s draufgegangen wären. Hätte ich hier den Dagger noch anlegen können, weil ich noch nicht angegriffen habe. Korrekt! Da war ich ein bisschen Schiss gerade. Habe ich gerade nicht dran gedacht, dass ich natürlich auch einfach den Dagger dann spielen kann. Okay, gegen den Hunter. Gegen den Hunter spiele ich Fan of Knives. Und vielleicht sogar eine South Sea Deckhand, um irgendeine Bedrohung relativ schnell loszuwerden. Ich behalte es mal. Ja. Wenn ich gerade sonst nichts zu spielen habe, kann ich ruhig auch mal den SI. Die Deckhand spielen. Nicht SI, sondern die South Sea Deckhand. Gucken, ob es ein Phase oder ein Midrange ist. Die gute alte Bear Trap. Ja, das geht schon. Nächste Runde hätte ich Fan of Knives.
Here we go. Here we go. Job done. Und die nächste Bear Trap. Okay, beide Bear Traps schon mal rausgeholt. Ist mit dem Pilot the Treader nicht so schlecht. Immerhin, Eaglehornbau wird nicht stärker. Ein Schaden ab hier. Nicht so schön. Und der gute Leok. So, mal schauen, was ich bekomme. Was Gutes, was Gutes, was Gutes kommt. Ah, lame. Lame. Schade, dass ich nicht drei Mana habe. Sechs Mana ist nächste Runde ein bisschen irgendwie unpraktisch. Den Decker will ich jetzt mal nicht benutzen. Dass ich hier nicht ins Hintertreffen gerate. Es tut jetzt nochmal weh. Ja. Ich habe aber keine Möglichkeit dagegen vorzugehen. Ned Pagel. Damit kann ich leben. Soll er Karten ziehen, bis er schwarz wird? Ich würde ungern nächste Runde sterben, deswegen ihn hier. Und mit den Karten, die ich habe, könnte das nächste Runde auch schon vorbei sein. 8 Mana. Deadly Poison. Tinker Oil. Das sieht gut aus. Und er hat darf keine Spells spielen. Das war jetzt ein bisschen bitter, dass er den Houndmaster gezogen hat. Oh, ich hab Glück, ich hab Glück. Er spielt ein bisschen greedy. Okay. Puh. So, wie viel Damage mache ich genau? 3 damit. 6. 12. 20 mache ich. 20 ist zu wenig. Fuck. 3 plus 3 sind 6. Mal 2 sind 12. 5 plus 3 sind 8. 20. Scheiße. Da wäre der Azure Drake, besser gesagt, der Azure Drake hat auch eine Spell Damage plus 1 gemacht, hätte einen Damage immer noch gefehlt. Es reicht also noch nicht. Also müssen wir anders spielen, leider. So many options. Playflow mache ich trotzdem durch den. Ist ein bisschen schade. Wie viel Damage mache ich denn? 3, 4. Zu wenig Damage leider, aber trotzdem machen es natürlich richtige Varianten. Ich hätte noch überlegt, ob ich irgendwas anders spiele, stattdessen mit Backstab und so, aber nein. Hm.
Ja, er muss jetzt wahrscheinlich sein Houndmaster spielen, ja. Ist das eine Freezing Trap? Ist das eine Explosive Trap? Probieren wir es einfach trotzdem? Ja. Eine Freezing Trap, oder? Fucker. Here we go. Okay, kein Skillshot immerhin. Oh, der. Noch ein Prep. Masterful. I can see. Sehr schön. Dämon hätte gelacht, wenn es eine Bear Trap gewesen wäre mit dem Dagger, aber es gab schon zwei Bear Traps. Von daher, die Chance bestand nicht mehr, dass noch eine Bear Trap kommt. Valera versus Jaina. You asked for it. Watch your back. Falls ich early mal ein paar Minions wegkriegen muss mit Waffen, ist die Deadly Poison gar nicht stehen. Job's done. Legen wir mal eine Waffe an. Na, ich hätte sogar angreifen können, eventuell nichts ohne 3 Mana. Aber so ist es einfacher. Heraus. Ein Shredder. Ein Zap wäre jetzt nicht schlecht. Here we go. Oh, das war ein Fehler. Ich habe gerade nicht richtig aufgepasst. Ich hätte Prep-Sprint machen sollen natürlich, statt den Dagger anlegen. Der Dagger war nicht so wichtig. Someday I'll be just like you. Naja, kann ich jetzt immer noch spielen, wenn ich denn mag. Counterspell. Schau mal einer an.
1, 2, 3, 4, 5. Eigener Azure Drake. Nächste Runde habe ich 7 Mana. Leg grad, ob ich den Dagger. Ach, der eine Damage macht jetzt auch nichts. Oh, Nofab. Nofab ist okay. Weil ein bisschen Feuer jetzt. Mit dem Nofab. Kann ich mir dann doch keinen Eviscerate gönnen. Sonst wäre es natürlich eine schöne Kombination gewesen mit dem 1-1er. Deshalb hätte ich gar nicht gebraucht, weil es 5 Damage macht, ja. Aktüll. Ich habe gute Möglichkeiten gerade. Okay, der hat einiges rausgeballert jetzt. Na gut, der SI-7-Agent kümmert sich um ihn. 3, 5, 8. Das passt ganz gut. Ich habe überlegt, ob ich den Earthenring Fast hier spiele. Ich werde den Azure Drake spielen mit dem SI-7-Agent. Den Earthenring brauche ich jetzt nicht so dringend. Und danach habe ich eigentlich einen Frostbolt. Ich habe schon Angst vor der Combo in der nächsten Runde. Sprint war jetzt nicht so dringend nötig. Okay, wie viel Damage mache ich? 4, 6. Vier, sechs. Ich muss auch mal zählen lernen zwischendurch, so schlimm. 7, 8 Mana. 3. Das sind 4, sind 8, 12, 17. Das sind 7. 10. 24. Es müsste eigentlich reichen. Aber ich brauche einen Starter für die Combo. Ich habe keine 1-Mana-Karte, deswegen geht's nicht. Fuck, fuck, fuck. Spieß noch ein bisschen anders die Runde. Hey, nicht genug Mana, um die Combo zu starten. Weil für Eviscerate brauchte ich die Combo, fürs Tinker Oil brauchte ich die Combo. Dann hätte ich genug Damage gehabt, hätte ich noch ein Mana-Spell gehabt, 4, 6, 8, hätte ich irgendwie eine South Sea Deckhand gehabt zum Beispiel. Oder irgendwas anderes, was 0 oder 1 Mana kostet, dann wäre es gegangen. So ging es nicht. Okay, nochmal jetzt wieder hier durchprügeln müssen. Mit den beiden komme ich da durch. Das sind 1, 3, 5, 3. So many options. 18. Guck auf, wen es drauf fällt. Hey, lights out.
reicht noch nicht ganz. Naja, wurscht. Ich habe immer noch ein Tinker Oil, nämlich. Ich habe noch ein paar Möglichkeiten. Ich mache das Sap. Nein. Zwei, fünf, sieben. Ja, gut, dann kann es auch den falschen gehen, ne? So müsste es eigentlich reichen. 3, 6. Here we go. Of course. Okay. Ist ja eigentlich wurscht gewesen, auch wenn es den falschen getroffen hätte in dem Fall. Ah! Ist doch meine 3 Wins eingespielt. So, da darf ich endlich in die Pause. Jetzt habe ich schon völlig überzogen den Stream jetzt. Naja, es war noch ein kurzes Oil-Rogue-Spiel. Aber auch hier, jetzt, die waren ganz okay, die Spiele. Bisschen unkonzentriert habe ich trotzdem gespielt irgendwie. So richtig geilo war es nicht. Aber zum Glück klappt es mit dem Oil-Rogue trotzdem meistens ganz gut. Ein starkes Deck halt und es liegt mir irgendwie auch. Auch wenn ich wie heute ziemlich unkonzentriert spiele. Aber meine Daily Quest erfüllt, das war das Wichtige. Ich darf in die wohlverdiente Pause, die ein bisschen kurz ausfällt jetzt. Wir sehen uns dann planmäßig 19 Uhr mit Dota 2 wieder. Ich mache jetzt mal ganz schnell mein Essen, das müsste passen. Ich glaube, ja, vielleicht ja, 20 vor, das geht schon. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Vielen Dank an alle neuen Abonnenten. Da heute ja 3 Stück dazugekommen sind. Vielen Dank natürlich auch an die alten Abonnenten. Vielen Dank an alle, die überhaupt zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Livestream. Entweder zu Hearthstone, entweder gleich bei Dota 2 oder auf YouTube, wie ihr mögt, oder auf Facebook. Oder was gibt's noch? Kauft auch mein Daumenkino. Ganz, ganz groß. Sonst, mich gibt es natürlich auch auf DVD, ja, auf CD, auf Disketten. Gibt's mich auch. Im Fernsehen, im Kino, Radio, Martin Radio gibt es natürlich auch. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, das sind erstmal die wichtigsten Sachen. Wie auch immer ihr euch entscheidet, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich gehe in die Pause, ich brauche sie. Bis dann.